willkommen zum zweiten Teil meiner Videoreihe Vorgeschichte der Runen. Diesmal geht es um einige Fragen zum Handwerkszeug, das ich nutze, um mich der Vorgeschichte der Runen, also auch ihrer möglichen Herausbildung und vor allem Sinngebung, zu nähern. Es ist klar, dass die Beschäftigung mit den Runen allein nur einen engen Gedankenkreis ausprägen kann, der lediglich um sich selbst kreist. Daher ist es zielführend, andere Disziplinen mit ins Boot zu holen, um den eigenen Blick zu weiten. An erster Stelle sind hier die Archäologie und da vor allem die Symbolkunde zu nennen, aber auch natürlich die Menschheitsgeschichte im Allgemeinen und die Religionsgeschichte im Besonderen. Die Matriarchatsforschung, die eng mit der Ur- und Frühgeschichte verflochten ist, die Sprachgeschichte und hier vor allem die Ursprachenforschung sowie selbstverständlich die Mythologie. Und zwar vor allem mit Blick auf Vergleiche sowie auf Strukturen von Mythen. Aus dem Fundus dieser Disziplinen entnehmen wir also später immer wieder Forschungsergebnisse wie Puzzlesteinchen und fügen sie zu einem Gesamtbild zusammen, in dessen Zentrum die Runen stehen. Da die Runen vorrangig, wenn auch keineswegs ausschließlich, in Europa genutzt wurden, muss hier auf dem europäischen Kontinent natürlich auch unser Fokus liegen. In diesem Video erwarten dich Antworten auf die folgenden Fragen. Wie kann man die Bedeutung sehr alter Symbole erschließen? Welche Aspekte der Menschheitsgeschichte sind wichtig für das Verständnis der Runen? Wie entstand Religion und was stand im Zentrum der frühesten Religionen? Welche Antworten der Ursprachenforschung helfen beim Verständnis der Runennamen weiter? Was ist über die ältesten Mythen bekannt und was haben sie mit den Runen zu tun? Los geht's! Wie kann man die Bedeutung sehr alter Symbole erschließen? Die Runen sind zweifellos alte sakrale Symbole. Was bedeuten sie? Die Freunde germanischer Mythologie möchten jetzt vielleicht etwas vorschnell geneigt sein zu antworten, dass es doch da Überlieferungen gäbe. Das isländische oder das angelsächsische Runenlied etwa, von der Edda ganz zu schweigen. Und noch ähnliche Lieder, Reime oder Kodizes und dergleichen mehr. Ja, aber bei all diesen Texten tritt das Problem auf, dass sie erst im Mittelalter verfasst wurden. Und die Runen sind ja nun unzweifelhaft einige Donnerstage älter. Was geschah mit diesen Zeichen auf ihrem Weg von der Entstehung bis ins Mittelalter? Auf jeden Fall wurden sie nicht eins zu eins weitergegeben. Denn schon zwischen den überlieferten mittelalterlichen Texten gibt es einige Abweichungen in der Interpretation der einzelnen Sinnbilder. Nicht viele, aber immerhin. Einige spielen mit dem Lautwert oder dem Zahlenwert, den die Runen jedoch erst in jüngerer Zeit erhielten. Wie kann man nun aber die Bedeutung von Zeichen erschließen, die in so ferner Vergangenheit entstanden, in der es noch keine Schrift im engeren Sinne gab? Kann man das überhaupt? Es war doch niemand von uns damals dabei und kann mit Sicherheit sagen, welcher Gedanke welchem Symbol zugrunde liegt. Das sicher nicht. Aber plausible Rückschlüsse sind auf verschiedenen Wegen möglich. Erstens sollten natürlich die Gesamtumstände einer archäologischen Fundstätte betrachtet werden. Dazu gehören eine genaue Altersbestimmung ebenso wie die Interpretation all dessen, was neben den Symbolen dort noch so alles entdeckt wurde. Wenn also abstrakte Zeichen wie etwa das sogenannte Linienkreuz neben exakt rechtwinkligen und in Ost-West-Richtung ausgehobenen Gräbern zu finden sind, vielleicht noch im Zusammenhang mit speziellen Lichteinfallswinkeln, so spricht einiges dafür, dass hier Menschen die Sonne oder auch den Mond beobachtet und die Ergebnisse ihrer Beobachtung abstrahierend dargestellt haben könnten. Eine zweite Methode zum Erschließen sehr alter Zeichen liegt im Vergleich verschiedener, räumlich getrennter Fundstätten.
Im Zusammenhang mit dem Linienkreuz kam man immer wieder darauf, dass doch hier sehr wahrscheinlich überall der Umlauf der Gestirne gemeint war. Und dass der frühe Mensch wohl die Ergebnisse dieser Beobachtung in abstrakte Zeichen, wie zum Beispiel das Linienkreuz, bannte. Das Symbol stammt nach heutigem Wissensstand vom Neandertaler, der vor etwa 300.000 bis vor 40.000 Jahren lebte. Er fand die Ost-West-Achse durch die Beobachtung von Aufgang und Untergang der Gestirne und baute auf ihr die Nord-Süd-Achse auf. Aber es existiert ja nicht nur das einfache Koordinatensystem, das er erfand im Linienkreuz, sondern auch der Kreis, der es umschließt. Und der geht auf eine noch frühere Menschenart zurück, den Homo erectus. Homo erectus betrat ungefähr vor 1,8 Millionen Jahren die Bildfläche und blieb bis vor 100.000 Jahren. Er machte sich als erster Mensch das Feuer zunutze und erfand mutmaßlich die Religion. Darauf kommen wir gleich noch zurück. Neben kreisrunden Wohnplätzen nutzte er die runde Form auch zur Herstellung sogenannter Spheroide, wie hier von Marie Epikönig vorgestellt. Das sind Lehmkugeln, die keinerlei alltagspraktischen Nutzen hatten. Da die Natur aber keine Energie verschwendet, muss die Herstellung solcher Objekte dennoch sinnhaft für unsere frühen Vorfahren gewesen sein. Es spricht viel dafür, so König, dass es die ersten von Menschenhand geschaffenen religiösen Objekte überhaupt waren und dass sie ein Abbild der Welt bzw. des Kosmos darstellten. Es ist also zu beachten, dass zuerst immer der allgemeine Begriff da war, wie in unserem Beispiel einfach das Runde. Dieser allgemeine Begriff differenzierte sich später aus, in unserem Beispiel durch das hinzugetretene rechtwinklige Kreuz. Dieser Entwicklungsweg vom Allgemeinen hin zum Konkreten spielt immer wieder eine Rolle, wenn man den Gedanken der frühen Menschen auf die Spur kommen möchte. Wir werden im Zusammenhang mit der Sprache noch darauf zurückkommen. Eine dritte Art, sich die Bedeutung von sehr alten Zeichen zu erschließen, ist der rückwirkende Vergleich. Taucht ein sehr altes Sinnbild in einer jüngeren Epoche auf, in der schon Schrift existiert, findet man mit etwas Glück eine Erklärung dieses Zeichens oder andere plausible Hinweise. Hier zum Beispiel in Form von keltischen Münzen, auf denen noch immer der Umlauf der Gestirne in Verbindung mit dem Linienkreuz thematisiert wird. Hier des Mondes. So kann man rückwirkend gewisse Schlussfolgerungen ziehen. Geht man allerdings ab diesem Punkt X weiter in die Zukunft, so verliert sich mitunter die Erinnerung an die einstige heilige Bedeutung der alten Sinnbilder. Man verwendete sie, aber wusste nicht mehr um die genauen Hintergründe ihrer Entstehung. Das Linienkreuz stand als Tet mit dem Lautwert TH noch im phönizischen Alphabet, sowie in zahlreichen altgriechischen Alphabeten. Schließlich und endlich gilt es jedoch auch, die allgemeinen geschichtlichen Ereignisse in den verschiedenen Epochen mit der Entwicklung von Symbolen in Zusammenhang zu bringen. Besonders eindrucksvoll kann man recht häufig Vereinnahmungen früherer sakraler Zeichen bei der Herausbildung des Patriarchats beobachten. Hier hat die Matriarchatsforschung immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass die Symbolik von antiken Göttern sehr häufig zurückzuführen ist auf die frühere Symbolik der Göttin, also Mutter Natur, die lange zuvor verehrt wurde. Der Leben-Tod-Dualismus bzw. das Thema von Alter und Jugend im Januskopf? Er geht zurück auf die Mutter-Tochter-Diade, die in der Jungsteinzeit vielfach dargestellt wurde. Das doppelarmige Patriarchenkreuz? Seine Basis liegt mutmaßlich in den zahlreichen stilisierten Darstellungen der Göttin in Gebärhaltung. Solcher Beispiele gibt es viele. Und da sind wir auf diesem Pfad fast unbemerkt schon beim zweiten Unterthema dieses Videos angelangt.
Welche Aspekte der Menschheitsgeschichte sind wichtig für das Verständnis der Runen? Der wichtigste Leitgedanke, wenn wir im Zusammenhang mit den Runen in die Geschichte abschweifen, bezieht sich auf die sozialen Verhältnisse, unter denen die Menschen der Frühzeit lebten. Speziell sind die jeweilige hierarchische Ordnung und auch das Geschlechterverhältnis entscheidend bei der Deutung archaischer Zeichen, wie soeben schon angedeutet. An dieser Stelle möchte ich einmal unverblümt um Verständnis dafür werben, dass ich hier im Zusammenhang mit den Runenvideos nur sehr grob die Epochen der Menschheitsentwicklung skizzieren kann. Informationen müssen natürlich wegen unseres anderen Gegenstands reduziert und Lehrkontroversen außer Acht gelassen werden. So werde ich zum Beispiel mitunter circa Jahreszahlen für die Epochen angeben, wohl wissend, dass in verschiedenen Gegenden entscheidende Prozesse auch Jahrtausende auseinanderliegen können und dass es dazu verschiedene Lehrmeinungen gibt. Außerdem werde ich mit gutem Grund den unscharfen Begriff der Antike verwenden. Dazu später mehr. Hier seien erst einmal die für uns wichtigsten Epochen schlaglichtartig vorgestellt. Ich verlinke entsprechende Literatur für alle, die genauer nachlesen möchten. In Bezug auf die Altsteinzeit lenken wir unseren Fokus hauptsächlich auf den Homo sapiens sapiens in Europa. Seine Schriftzeugnisse finden sich vor allem in den Kulthöhlen der Eiszeit. Er nutzte die sogenannte aneignende Wirtschaftsform, das heißt, er sammelte und jagte. Diese frühen Menschengruppen werden auch als Wildbeutergemeinschaften bezeichnet. Die grobe Arbeitsteilung in Sammeln und Jagen führte nicht zu irgendwelchen Hierarchien in den Sozialverbänden, sondern die Funde legen hier die Vermutung von egalitärem Zusammenleben ohne Clanchef oder dergleichen Führungspersonen nahe. Es wird eine durchschnittliche Gruppengröße von über 100 Personen angenommen, wobei etwa die Hälfte unter 20 Jahren alt war. Man nimmt außerdem an, dass das Prinzip der Woman's Choice vorherrschte. Das bedeutet, dass die Frau ihren jeweiligen Sexualpartner wählte. Es mag längere Paarbildungen zwischen Frau und Mann gegeben haben. Eine Ehe oder etwas in dieser Art gab es wohl nicht. Im Zentrum der Gesellschaft standen vor allem die Frauen und deren Kinder. Es scheint eine Art Blutsfamilie von Frauen gegeben zu haben, zu denen sich exogam Männer aus benachbarten Clans gesellten. Die eigenen Söhne verließen den engeren Sippenkreis meist in der Pubertät und schlossen sich weitläufiger Verwandten oder benachbarten Gruppen an. Damit wurde die Inzestschranke gewahrt. In der Jungsteinzeit wurden die Menschen sesshaft. Sie wechselten von der aneignenden zur sogenannten produzierenden Wirtschaftsform, sprich, es wurde der Ackerbau erfunden, vermutlich durch die eher sammelnden Frauen und später dann die Viehzucht. Eigentlich müsste die Jungsteinzeit in mehrere Abschnitte gegliedert werden, weil mehrere aufsehenerregende Veränderungen in diesen Jahrtausenden stattfanden. Gerhard Bott hat diese Prozesse in seinem Werk Die Erfindung der Götter, Band 1, ausführlich dargestellt. Wurden zuerst neben der Feldwirtschaft kleine Tiergruppen von Frauen gehalten, ging die Entwicklung vor allem in östlichen Steppengebieten hin zu immer größeren Tierherden, die nun von Männern beherrscht wurden. Die ökonomische Balance zwischen den Geschlechtern verschob sich also allmählich. Ich versuche einmal, die hiermit verbundenen, komplexen gesellschaftlichen Wandlungen kurz zu bündeln. Über weite Strecken der Jungsteinzeit gab es zunächst noch keine Hierarchie. Der Anstoß in Europa für diese Entwicklung zur sozialen Ungleichheit kam durch die Zuwanderung vor allem, aber nicht ausschließlich, aus östlichen eurasischen Steppengebieten. Es wanderten in mehreren Wellen vor allem Männer und weniger Frauen ein. Man vermutet, dass mit der Viehzucht die Erkenntnis der männlichen Zeugungskraft entweder überhaupt bekannt oder aber zum geistigen Allgemeingut wurde. Ohne Stier bekam die Herde eben keinen Nachwuchs. Der Mann konnte also zeugen. So die bahnbrechende neue Erkenntnis.
Seine Kinder waren ergo der Beweis seiner Schöpferkraft und mussten daher auch nachweislich von ihm stammen. Das ist wohl der wichtigste Grund für die Erfindung der monogamen Ehe. Monogam selbstverständlich vor allem für die Frauen. Die große matrilineare Blutsfamilie oder Sippe wurde am Ende des Neolithikums abgelöst durch die kleine Paarfamilie innerhalb des Patriclans. Der kollektive Besitz der ehemaligen Blutsfamilien ging in Privatbesitz über. Die Sesshaftigkeit wurde zum Teil wieder aufgegeben und ein Hirtennomadentum errichtet. Auf diese Weise verlor die Frau ihr angestammtes Metier, den Feldbau oder Ackerbau. Mit ihrer ökonomischen Bedeutung schwand ihr gesellschaftlicher Einfluss. Dadurch, dass die frühen Epochen in der Geschichte der Menschen nach dem Material benannt sind, mit dem die Leute damals vorrangig arbeiteten, also Steinzeit, Bronzezeit und so weiter, kommen diese soeben geschilderten sozialen Strukturen nicht wirklich so deutlich zum Vorschein, wie sie es tun sollten, meiner Meinung nach. Kurz zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle einfach sagen, dass die sozialen Veränderungen vom Ende der Jungsteinzeit sich in den Metallzeitaltern verfestigten und verstärkten. Verschärft wurde die Situation durch eine enorme militärische Aufrüstung und Aggressivität der gewandelten Gesellschaften. Metall macht's möglich, in großem Stil Krieg zu führen. Ich will nun deutlich machen, warum ich mich entschieden habe, den schwammigen Begriff der Antike zu bemühen, und zwar in seinem erweiterten Sinne. Ich meine damit einfach die Frühgeschichte oder das Altertum, aber erst nachdem das Patriarchat sich erfolgreich etabliert hatte. Natürlich kann ich nicht einfach Patriarchat sagen, denn das ist schließlich keine Epoche und das Phänomen gibt es ja noch heute. Und zum Altertum gehören auch die matrizentrisch geprägten Epochen. Mit Antike im weitesten Sinne meine ich in den folgenden Videos immer wieder die Metallzeitalter und andere Abschnitte in der Frühgeschichte bis heran ans Mittelalter, sofern die Leute in der entsprechenden Kultur ihre matrizentrischen Traditionen weitgehend aufgegeben hatten. Auch späte Teilepochen der Jungsteinzeit können mitunter dabei sein. Die Übergänge sind wie gesagt fließend und man kann kein Datum festmachen. Weder für die Nutzung dieses oder jenes Metalls, noch für die Einführung der monogamen Ehe oder für die Errichtung einer Herrscherkaste. Zudem fand dieser enorme Bruch in der Menschheitsgeschichte in unterschiedlichen Regionen auch zu unterschiedlichen Zeiten statt. Manchmal peu à peu, Stück für Stück. Und manchmal auf einen Schlag, durch kriegerische Vereinnahmung zum Beispiel. Es ist nur wichtig, diesen entscheidenden Umbruch von weitgehend egalitär strukturierten Gesellschaften, in denen Müttern eine wichtige Stellung zukam, hin zu patriarchalen Gesellschaften wahrzunehmen. Es ist eben nicht dasselbe, wenn man sagt, schon die alten Griechen hatten oder schon bei den alten Germanen oder ob man von neolithischen Kulturen redet. Denn dazwischen liegen Welten. Es sind eben nicht alles nur irgendwelche alten Völker. Und es liegt auf der Hand, dass die Bedeutung archaischer Symbole verändert wird auf diesem Weg. Wie entstand Religion und was stand im Zentrum der frühesten Religionen? Nachdem wir nun die für unser Thema wichtigsten historischen Wandlungsprozesse der Frühzeit etwas eingekreist haben, wollen wir den Fokus auf die religiöse Vorstellungswelt dieser frühen Menschen lenken und auf deren geschichtliche Veränderungen. Die frühesten Formen von Religion entwickelte wahrscheinlich Homo erectus. Es sieht ganz danach aus, als wäre der Mensch zu seiner Zeit sich selbst zum Bewusstsein gekommen und damit auch zum Bewusstsein des eigenen Todes sowie darüber hinaus des Todes alles Natürlichen. Dieses Tod-Leben-Phänomen scheint er in Zusammenhang gebracht zu haben mit dem Lauf der Gestirne. Gehen sie nicht ebenfalls auf und unter, wie der Mensch und die anderen Lebewesen?
aber sie wurden stets auf wundersame Weise wiedergeboren. Also lag es nahe, auch bei den Menschen eine solche Wiedergeburt zu vermuten. Wohin gingen die Gestirne unter? In die Erde? Ins Wasser? Man konnte sich jedenfalls darauf verlassen, dass die Erde, die ja die Pflanzen gebiert und die Tiere damit nährt, die letztlich also auch die Menschen nährt, dass diese Erde also die Gestirne ebenfalls gebiert und nach dem Tod wieder in sich aufnimmt. Der Glaube an die Wiedergeburt keimte auf. Bei Lehringen wurde in einem Teich unter dicken Torfschichten ein Waldelefant von vor 300.000 Jahren gefunden und unter diesem Waldelefanten drei Rinderschädel. Wobei die Angaben darüber schwanken, um welche Bovidenart es sich genau handelte. Einige Archäologen sehen in dieser Ablage eine kultische Handlung. Immer wieder wurden Schädel von den Tierkörpern getrennt und separat, meist in einer Kreismitte oder auf einer erhöhten Position platziert. Marie Epikönig bringt den Schädelkult, der sich über lange Zeit halten sollte, in Verbindung mit der Verehrung des Runden generell, wie wir es bei Homo erectus schon sahen. Er fertigte nicht nur Spheroide an, sondern er legte ausgehöhlte Schädel absichtsvoll ab. Rund war seine Welt, die Gestirne stets wieder gebar. Und das wollte ausgedrückt werden, in symbolischen Handlungen. Das Thema des Lebens und des Todes ist es also, welches Religion auf den Plan brachte. Es ging von Anfang an speziell um die Frage der Schaffung und Erneuerung von Leben. Und das wurde zuallererst Mutter Natur zugetraut. Der Natur, die man täglich beobachten konnte und deren Rhythmen man kannte. Die Frau war erwiesenermaßen ebenfalls in der Lage, Leben hervorzubringen. Zudem schien sie über ihre Menstruation mit den Rhythmen der Natur in einem sonderbaren Einklang zu sein. Zahlreiche Vulvendarstellungen des Paläolithikums legen von dieser Sicht der Dinge Zeugnis ab. Eine von vielen Möglichkeiten der künstlerischen Darstellung des ewigen Zyklus von Werden und Vergehen war die sinnbildliche Darstellung der Mondzyklen. Bekannt wurde auch die symbolische Verknüpfung des Mondes mit dem Rinderschädel. Die Hörner hatten ohnehin schon die Form des zu- und abnehmenden Mondes. Dazwischen wurde der runde Schädel als Zeichen für den Vollmond gesehen. Mitunter auch in der verfremdeten Darstellung eines einzelnen, riesigen, runden Auges. Es ist nur folgerichtig, dass die Menschen der Altsteinzeit Mutter Natur, die sie als lebensschaffende und alle Wesen ernährende Göttin verehrten, in ihrem kleinen Abbild der Frau symbolisch darstellten. Auch wenn diese Verknüpfung aus heutiger Sicht vielleicht einseitig erscheinen mag. In der Jungsteinzeit, als die Beobachtung der männlichen Zeugungskraft im Zuge der Viehzucht allgemeinen Bekanntheitsgrad erlangte, trat neben die Verehrung der Göttin ein männlicher Partner, der sogenannte Heros. Im kultisch-künstlerischen Ausdruck wurde er häufig eingefangen im Symbol eines Stieres oder eines anderen gehörnten männlichen Tieres. Man hatte beobachtet, dass gerade die Huftiere zahlreiche Nachkommen hervorbringen und somit gut für das Thema der Fruchtbarkeit stehen können. Die alte Assoziation zwischen dem sich ewig erneuernden Mond und den Schädel-Horn-Symbolen konnte sich auf diese Weise weiter entfalten. Weil allerdings alle Lebewesen, auch die männlichen, als Kinder von Mutter Natur angesehen wurden, wurde der Heros zunächst ebenfalls als Sohn der Göttin betrachtet und gleichzeitig als ihr sogenannter Sohngemahl. Wie das Männliche das Weibliche in der Natur befruchtet, um Leben zu schaffen, so sollte der Heros die Göttin befruchten, symbolisch in einer berühmten Zeremonie. Diese Befruchtung wurde kultisch ganz realiter in einem heiligen Akt vollzogen, der sogenannten heiligen Hochzeit oder griechisch im Hieros Gamos. Der Heros-Darsteller war dabei der Repräsentant des Männlichen
und gleichzeitig des menschlichen Sterblichen. Während eine sakral bedeutsame Priesterin oder Sakralkönigin das ewig Weibliche repräsentierte, beziehungsweise eben die Göttin Natur. Er wurde anfangs vermutlich für jeden Vegetationszyklus neu ausgewählt, auch um die ewige Verjüngung der Natur zu gewährleisten und darzustellen. Seine Wahl durch die Sakralkönigin war Voraussetzung für seine Intronisation. Aus dieser Verbindung, die häufig im Rahmen von Frühlingsritualen stattfand, ging naturgemäß 9 Monate später ein Kind hervor. Das zur Wintersonnenwende geborene Lichtkind sollte noch in vielen späteren Religionen als heilig verehrt werden. Wenn also die Sonne neu geboren wird, kommt gleichzeitig auch ein Kind zur Welt, welches im Ritual gezeugt und somit als heilig angesehen wurde. Wieder waren der Lauf der Gestirne und die Schaffung von Leben miteinander verknüpft. Diese göttliche Vereinigung und ihre Einbindung in den Jahreskreislauf spielt bei den Runen eine enorme Rolle und will gesehen werden. Neben Mutter Erde wurde in der Jungsteinzeit Vater Himmel als Gottheit postuliert. Eine Angleichung in der gerade erst geschaffenen Geschlechterdualität. Die Trennung von Himmel und Erde wird in vielen Mythen der Welt besungen und stets hat sie ein Heros vorgenommen. Wie die Entwicklung von Religion in den weiteren Epochen verlief, soll hier abgekürzt dargestellt werden, denn es versteht sich von selbst, dass die nun entstehenden patriarchalischen Gesellschaften den männlichen Part an der Schaffung von Leben euphemistisch überhöhten. Wie das? Zunächst wurde der Heros immer wichtiger, zunehmend mit weltlicher und politischer Machtfülle als Herrscher ausgestattet und schließlich in einen quasi göttlichen Stand erhoben, was letztendlich in die Vorstellung des Gottkönigtums mündete. Männliche Götter beherrschen zunehmend die Szene. Der ehemalige Sohn von Mutter Natur bzw. Sohngemahl der Heiligen Hochzeit wird in einer kurzen Ausgleichsphase zum Vater an ihrer Seite und ergo bald zum Vatergott. Hier erhebt er sich über seine ehemalige Mutter und stellt sich entweder als höchste Gottheit, älteste Gottheit oder gar als allein schöpferische Gottheit hin. In polytheistischen Religionen der Antike werden meist verschiedenen Gottheiten unterschiedliche Ressorts zugewiesen. Aus der omnipotenten Göttin Natur werden beispielsweise eine Liebesgöttin, eine Göttin des Herdfeuers und der Familie und eine Fruchtbarkeitsgöttin herausgeschält, wie wir es auch aus der germanischen Mythologie kennen. Diese kleinen Göttinnenhäppchen werden im Patriarchat gern mit männlichen Göttern verheiratet. Die meisten von ihnen müssen sich ihren meist wichtigeren göttlichen Ehemännern unterordnen. Überhaupt kehrt sich in diesen antiken polytheistischen Götterpantheons alles um. Männliche Vatergötter dominieren nun und beweisen häufig auch außerhalb der Ehe stets und ständig ihre Zeugungskraft. Die Erinnerung an die alte, alleinige große Göttin, die alles Leben schuf, musste in der Antike sogar der Vorstellung von der männlichen Gebärfähigkeit weichen. Schwangere Pharaonen, gebärende Götter, nichts war zu abstrus, wenn es darum ging, die männliche Schöpferkraft darzustellen. In vielen Mythen bringen nun männliche Göttertriaden bzw. alleinige Götterväter die ersten Menschen hervor. Oder Götter töpfern sie aus Ton, aus Mutter Erde sozusagen, die als Schöpfergöttin selbst jetzt keine Rolle mehr spielte. Die herrschende Kriegerkaste wollte abgebildet werden im neuen sakralen Arrangement. Kriegsgötter betreten die Bühne. Oder die alten Heroen und Himmelsgötter werden flugs in solche umgewandelt. Kurz, das, was die Gesellschaften in der Realität strukturiert, findet auch am Götterhimmel seinen Abglanz. Zurück zu unserem Thema der Runen. Hier zeigt sich nun in der germanischen Mythologie,
dass zwei Götterwelten aufeinanderprallen, die folgerichtig miteinander im Krieg gelegen haben sollen. Die ältere Welt der sogenannten Vanen, in der es vor allem um friedlichen Ackerbau ging und deren Anbindung an die Jungsteinzeit mit ihren egalitären Strukturen noch zu spüren ist, sowie die jüngere und tendenziell aggressive Welt der sogenannten Asen mit einer Hierarchie. An deren Spitze steht Allvater Odin mit seiner Kriegerkaste. Die nun zahlreichen Göttinnen für alles Mögliche sind in aller Regel in die monogame Ehe eingebunden. Wie auf Erden, so also auch im Himmel. Es wird spannend nachher, wo in dieser Metamorphose die Runen zu finden sein werden. Welche Antworten der Ursprachenforschung helfen beim Verständnis der Runennamen weiter? Auf zur vorletzten Frage dieses Videos. Runen haben Namen, das erst einmal vorweg. Aber wie bei Anna, Peter oder Siegfried auch, liegen diesen scheinbaren Namen natürlich tiefere Bedeutungen zugrunde. Namen waren einst einfach Wörter. Man muss im Falle der Runen annehmen, dass sie im spirituellen Bereich eine sakrale Bedeutung hatten. Von einigen dieser Bezeichnungen kennt man ihren Sinngehalt, von anderen vermutet man ihn. Die Bedeutung der Runennamen wird in den erwähnten mittelalterlichen Runenliedern, wie gesagt, überliefert. Es gibt eine gewisse Deckungsgleiche der Interpretationen, aber auch einige unterschiedliche Deutungen. Man war sich also nicht immer einig, was ein Name nun hieß. Auch variierten die Namen leicht zwischen den einzelnen germanischen Sprachen. Man versuchte, eine Urform der Benennungen zu erschließen, und die hier im Video verwendeten Runennamen haben sich schließlich durchgesetzt. Die wollen wir mit Hilfe der Ursprachenforschung untersuchen. Aber was ist das überhaupt? Die Ursprachenforschung als Zweig der Sprachgeschichte geht von einem gemeinsamen Stammbaum der Menschheitssprachen aus, ähnlich wie es einen gemeinsamen genetischen Stammbaum aller heute lebenden Menschen gibt, der stets und unweigerlich über die Mitochondrien-DNA immer zu einer gemeinsamen Vorfahrin führt, der sogenannten afrikanischen Eva. Sie lebte vor der Auswanderung einer Gruppe von wenigen tausend Individuen aus Afrika, deren Nachfahren peu à peu alle anderen Kontinente besiedelten. Die paar tausend Auswanderer haben vermutlich dieselbe oder eine ähnliche Sprache gesprochen, die natürlich nicht genau rekonstruierbar ist. Das würde niemand behaupten. Aber was der Ursprachenforschung auffiel, ist der Umstand, dass Landschaftsmerkmale und Flurnamen überall auf der Welt stets ähnlich heißen. Und die Frage drängt sich unweigerlich auf, ob diese Gleichklänge auf gemeinsame sprachliche Wurzeln zurückzuführen sein könnten. Ein Exempel hierfür ist unser in Deutschland bekannter, viel besungener und verehrter Fluss mit dem scheinbaren Namen Rhein. Dass er im Brandenburgischen einen kleinen Vetter hat, genannt Rhin, mag unspektakulär erscheinen. Aber wenn man einmal die Flusslandschaft Europas Revue passieren lässt, stößt man früher oder später auf die norwegische Rhena, die Rönne und die Rhone in Schweden sowie die Rhöne in Finnland. Litauen hat die Ränge und Rhenja zu bieten, während Schottland mit der Rhenog daherkommt. Uns fallen sodann der italienische Reno ein, sowie die Rhone und die Rouen in Frankreich. Weniger bekannt sind dort die Rance und der Ronsac. Vergessen wir nicht, dass Wörter nicht nur Endungen und Nachsilben haben können, sondern ebenso gut auch Vorsilben, wie die Garonne und die Gironde hier als ausgewählte Beispiele belegen mögen. Na gut, denkt man sich da so, das sind eben alles indoeuropäische Sprachen, die sollen ja verwandt sein miteinander. Warum sollen sie da nicht ähnliche Flussnamen hervorbringen? Das Finnische als finno-ugrische Sprache nehmen wir einmal aus. Da kann ja der Zufall seine Hände im Spiel gehabt haben. Wie wäre mit dieser indoeuropäischen Herleitung oder mit Zufall jedoch zu erklären, dass nahe Washington auf dem amerikanischen Kontinent ein im Indianischen als Roanoke bezeichneter Fluss fließt
und im tiefen Süden des amerikanischen Doppelkontinents der Rangku sowie zahlreiche Rinihue, Flüsse, also Rinnen. Unser Verb rinnen hat im Übrigen in der Sprache der Mapuche-Indios seine Entsprechung im Wort Rinnen. Und wenn wirklich der Zufall seine Finger im Spiel gehabt haben sollte, dann hat er jedenfalls gründlich und weltweit gearbeitet. Denn diese Silbe Rin gibt es leicht variiert auf allen Kontinenten, in unzähligen Sprachen in dieser Bedeutung, rinnen oder fließen. So heißt es im Sanskrit Rina, im Tibetischen Ran, im Japanischen Ryun und im Kiswahili Afrikas Baharini. Bitte nicht missverstehen, die Theorie besagt nicht, dass diese auffallend ähnlichen Wörter in weit entfernten Regionen voneinander abstammen, sondern sie gehen mutmaßlich auf besagten gemeinsamen Stammbaum zurück. Unser Reihen zu Schluss folgert nun aus tausenden solcher Beispiele die Ursprachenforschung, heißt also Reihen, weil er seit alters her eigentlich eine Rinne ist. Der Fluss selbst ist in den romanischen Sprachen bekannt als Rio, im Slawischen als Rijeka und im Kurdischen als Ru. Bringt man derartige Orts- und Flurnamen beispielsweise in Verbindung zu eiszeitlicher Besiedlung, zu bestimmten endemischen Pflanzen oder Tierarten oder zu bekannten und datierbaren Flutkatastrophen, etwa am Mittelmeer, dann kann man einiges über das Alter solcher Benennungen an verschiedenen Orten schlussfolgern. Aber natürlich ist Rin nur eine von vielen Möglichkeiten, einen Fluss zu bezeichnen. Andere Menschen benannten die Flüsse etwa mit Wörtern für ein Tal oder für die Mutter oder einfach für Wasser. Deshalb gibt es eben viele verschiedene Flussnamen. Die jedoch klingen auch wieder ähnlich auf allen Kontinenten. Derartige Beobachtungen wurden ausgeweitet und man stellte fest, dass der Wortschatz neben diesen Orts- und Flurbezeichnungen überhaupt rund um Steinzeitkram, um es einmal salopp auszudrücken, auf allen Kontinenten dieselben sprachlichen Formen bemüht. Dinge wie Frau, Gebären, Licht, Feuer, Schlagen, Loch, Kind, Groß und so weiter finden sich in denselben Strukturen fast überall auf der Welt. Dieses seltsame Phänomen ließ den Verdacht aufkeimen, dass Spuren der gemeinsamen Menschheitssprache aus der Altsteinzeit noch erhalten sein könnten. Von der Mainstream-Sprachwissenschaft wird immer wieder eingewendet, dass diese Ähnlichkeiten der Wortstämme für den Steinzeitkram nur zufällig vorkommen würden. Allerdings, rein statistisch, sind derartige Zufälle in den vorkommenden Häufungen gar nicht möglich. Und solche Gleichklänge müssen also andere Ursachen haben. Letztlich würde so ein Stammbaum die Verwandtschaft aller heute gesprochenen und aller bereits ausgestorbenen Sprachen untereinander bedeuten. Wenngleich es natürlich, wie in jeder Familie, auch enger Verwandte und weitläufiger Verwandte, Cousins oder Tanten geben mag, also enger oder weiter verwandte Sprachen. Bislang hat man recht eng erscheinende Grenzen um sogenannte Sprachfamilien, wie zum Beispiel die indoeuropäische, gezogen, die bei näherer Betrachtung den Einwänden von Kritikern jedoch nicht standhalten. Hier sei die indoeuropäische Sprachfamilie in frühen Grenzen einmal abgebildet. Immerhin bewegt man sich auf die Akzeptanz sogenannter Makrofamilien zu und erkennt es inzwischen an, dass zum Beispiel etliche eurasische und afrikanische Sprachen bzw. Sprachfamilien untereinander verwandt erscheinen. Hier im Spiralmuster dargestellt. Ebenso wie einige Kaukasus-Sprachen mit nativen nordamerikanischen Idiomen und dem Baskischen verwandt scheinen. Hier mit dem Sonnensymbol markiert. Ein zugegebenermaßen interessantes Feld, das hier jedoch abgekürzt werden muss. Nach langer Prüfung der Sachargumente hin und her überzeugte mich schließlich die Theorie einer gemeinsamen Ursprache aller Menschen, die freilich nicht mehr genau rekonstruierbar ist.
Allerdings können die genannten Schnipselchen weltweit eingesammelt werden und man kann schauen, welche ähnlichen Bedeutungen in die ähnlichen Wortkleider eingewoben sind. Diese werden stets sehr allgemeiner Art sein, aber es wird sie geben. Und wenn man sich auf diese Weise Runennamen betrachtet und sie mit gleich strukturierten Wörtern weltweit vergleicht, ergeben sich erstaunliche Einsichten in die Bedeutungen, die ich hier selbstverständlich später anbringen werde. Wichtig ist allerdings zu wissen, dass sich Wörter im Laufe der Zeit verändern, innerhalb derselben Sprache und auch zwischen unterschiedlichen Sprachen. Man nennt dies eine Lautverschiebung. Menschen hören nicht gut, nuscheln oder finden eine leicht differierende Aussprache einfach bequemer. Wie soll es dann aber möglich sein, lange zurückliegende Laute zu erschließen, wenn sie sich hierhin oder dorthin verschieben? Da gibt es mehrere Methoden, von denen hier gleich eine vorgestellt werden soll. Zum Glück für uns erfolgen diese Lautverschiebungen weitgehend regelhaft, von einigen Sonderfällen einmal abgesehen. Da die Vokale, also die Selbstlaute A, E, I, O, U und so weiter, am wandelbarsten daherkommen und weniger Bedeutung tragen als die Mitlaute, klammern wir sie jetzt der Einfachheit halber einmal aus. Wo die Hasen Hosen und die Hosen Husen häsen, da ist Thüringen. Dieser Spruch bringt es wohl auf den Punkt. Auf also zu den Konsonanten. Die verschieben sich hin oder her, meistens nur innerhalb ihrer sogenannten Artikulationsstelle im Mund- oder Rachenraum. Also beispielsweise an den Lippen. Dort werden die Lippenlaute, wie etwa B und P, F und W, sowie M und so weiter gebildet und regelmäßig gegeneinander ersetzt bzw. verschoben. Dat du mein Liebsten bist, heißt es in einem norddeutschen Lied mit V. Das meint, dass du mein Liebster bist, also mit B. Auch im Englischen heißt es Love mit V, während das Russische mit Ljubow für die Liebe daherkommt, also mit B. Die zweite wichtige Artikulationsstelle befindet sich an den Zähnen vorn, wenn man mit der Zunge anstößt. Daher heißen diese Laute Dentale oder Zungenlaute. Das sind zum Beispiel D und T, S, S und Z, sowie Th und so weiter. Dat du mein Liebsten bist. Dat mit T meint also das mit Doppel-S. Auch das N, das L und das Zungen-R R gehören hierher, bilden aber so eine kleine Untergruppe. Die dritte wichtige Artikulationsstelle befindet sich im Rachen bzw. Gaumen. Daher heißen die dort gebildeten Laute auch Rachenlaute oder eben Gaumenlaute. Dazu gehören K, G und H sowie der Ich-Laut, das J oder das H. Wo der Norddeutsche etwas secht mit Ich, sagen wir etwas mit G. Schon wieder Hickhack. Denn die Mainstream-Sprachwissenschaft geht noch von viel strengeren und räumlich begrenzten Regeln aus, die allerdings zahlreiche Ausnahmen aufweisen und letztlich immer wieder auf die hier vereinfacht dargestellten Gesetzmäßigkeiten heruntergebrochen werden können. Jedenfalls kommt man dem Sinn von zunächst fremd anmutenden Wörtern mit diesem Trick der Artikulationsstelle oft doch irgendwie noch ein bisschen auf die Spur, auch wenn er sich hier und da ein wenig verändern mag. Zwar ist eine Queen schon eine sehr besondere Frau, aber es ist eine. Und man darf hier eine Bedeutungsverengung eines älteren und allgemeineren Begriffs vermuten. Hingegen steht schottisch Kin für Verwandtschaft generell. Und damit scheint der ursprüngliche Begriff diesmal umgekehrt eine Bedeutungserweiterung erfahren zu haben, von der Frau zur Verwandtschaft. Dies könnte sogar als Indiz für eine ehemalig matrilineare Verwandtschaftsrechnung verstanden werden.
Oft findet man eine Wurzel oder eine geschlussfolgerte Wurzel eines Wortes im etymologischen Wörterbuch. Aber das reicht erstens nur wenige tausend Jahre zurück und schaut vor allem nicht nach Verwandten, die weiter weg wohnen. Dadurch übersieht man manchmal die überregionale Bedeutung eines Wortes oder einer Silbe außerhalb der anerkannten Grenzen von offiziellen Sprachfamilien. Mit dieser angenommenen großen Allgemeinheit der frühen Wurzelbegriffe tut sich übrigens eine erstaunliche Parallele zum Spracherwerb von Babys auf, aber auch zur Entwicklung von Zeichen bzw. von Symbolen durch die Menschheit. Zur Erinnerung, hierbei war es genauso, dass die Entwicklung von Allgemeinem hin zu Besonderem verlief. Vom Spheroid und dem Koordinatensystem hin zum Linienkreuz als sakralem Symbol, das auch noch in geschichtlicher Zeit Verwendung fand. Und diese frühe, größere Generalisation im Gehalt der Begriffe wird nicht immer richtig erkannt von der Forschung, ist aber zum Begreifen einer gemeinsamen gedanklichen Wurzel Voraussetzung. Sie geht konform mit dem Spracherwerb von Babys und kann auch daher ein Hinweis auf den Spracherwerb der Menschheit sein. Die wichtigsten Zweige der Ursprachenforschung sind die Paläolinguistik mit Richard Pfester als wichtigstem deutschen Vertreter und die linguistische Lautetymologie, welche die Forschungen Arnold Wadlers weiterentwickelt. Den Terminus habe ich von Oliver Heinl übernommen. Während letztere eher nach der allgemeinen Bedeutung sucht, die einzelnen Lauten und Lautgruppen, wie etwa den Lippenlauten, Rachenlauten oder Zungenlauten zugrunde liegt, sieht die Paläolinguistik doch Anlass für die Schlussfolgerung von sogenannten Ursilben, also Lautkombinationen und deren Verwandten, Cousins und Tanten eben. Den Begriff Ursilben bitte nicht falsch verstehen. Es geht nicht um die Behauptung zu wissen, welche Silben genau in der Steinzeit gesprochen wurden. Es steht vielmehr hier die Verknüpfung bestimmter Konsonanten miteinander im Fokus, die eben überzufällig häufig einen nachvollziehbaren, ähnlichen, allgemeinen Sinngehalt in den Sprachen der Welt aufweisen. Dadurch, dass die linguistische Lautetymologie ebenfalls nach der Bedeutung hinter bestimmten Zweier- oder Dreierkombinationen von Konsonanten forscht, also der sogenannten Zwi- oder Trikonsonanz, weisen beide Zweige der Ursprachenforschung letztlich eine große gemeinsame Schnittmenge in den Ansichten auf. Die demgegenüber noch eher wandelbare Grammatik soll aus Reduktionsgründen hier außen vor bleiben. Beim Untersuchen der Runennamen werden wir uns hier wie dort bedienen und uns jeweils diejenigen Rosinen aus dem Forschungskuchen picken, die uns vielleicht etwas über den tieferen Sinn der Runennamen verraten. Was ist nun über die ältesten Mythen bekannt und was haben sie mit den Runen zu tun? Kommen wir zum letzten Werkzeug, das wir in unseren Rucksack packen, um es dann nachher bei der Betrachtung der Runen hervorzukramen. Zur Mythenforschung. Denn die Runen sind ohne Zweifel eng verbunden mit mythologischem Geschehen. Mythen sind mündlich weitergegebene göttliche Geschichten. Sie zeichnen in Form von Metaphern und anderen sprachlichen Bildern reale Vorkommnisse oder Informationen über kultisches Geschehen verschlüsselt auf und können so auch als tradierte Speicher von Wissen verstanden werden. Die Schwierigkeit besteht immer darin, den Code dieser Bilder zu entschlüsseln und damit bis zum Ursprung der realen Mythenbasis vorzudringen. Deshalb werden sie von manchen Historikern auch nicht als Quelle anerkannt. Ich sehe das natürlich anders. Mit dem soeben knapp umrissenen historischen Hintergrund ist eine Interpretation der wichtigsten sprachlichen Bilder in Mythen gut möglich. Bestimmte Tiere, Pflanzen, Zahlen, Dinge, Farben und dergleichen mehr tauchen in vielen Mythen auf und stehen stets als Symbol für etwas Tiefgründigeres. Das ist bei den Runen genauso.
Ein Brunnen, ein Moor oder Tümpel bzw. auch eine Höhle beispielsweise sind Öffnungen in den göttlichen Leib von Mutter Erde und damit höchst symbolträchtige Orte. Diese Orte können als verschlingend gedacht werden, wie etwa der Brunnen im Märchen von Frau Holle, aber auch als schöpferisch. Wenn etwa eine Kugel oder ein Licht aus einem Brunnen oder aus einer Höhle geholt werden, so sind das Metaphern für die Sonne, die eben von Mutter Erde geboren oder wiedergeboren wird. Solche Bilder gehen oft auf steinzeitliche Vorstellungen und Naturbeobachtungen zurück. Die wichtigste Zahl ist in Mythen, wie gesagt, die 3. Denn sie galt, wie in der Einführung gesagt, ausgehend von der Beobachtung des Mondes, seit Urzeiten als Zahl der Göttin in ihren 3 Phasen des Werdens, des Seins und des Vergehens. Vieles geschieht in Mythen und Märchen in dreifacher Wiederholung. Und man kann annehmen, dass dieses Diktat der 3 auch für den Kult galt. Wer jedoch nichts über den Übergang der matrizentrisch organisierten Gesellschaften der Steinzeiten zum Patriarchat weiß, hat kaum eine Chance, den Bildercode der Mythen zu knacken. Die Mythen benutzen zwar Zeiten überdauernd dieselben Metaphern und Symbole mit denselben Verschlüsselungen, aber diese werden im Laufe der Jahrtausende häufig neu bewertet oder umgedeutet. Was im Matriarchat gut war, zum Beispiel die Woman's Choice, wird im Patriarchat als schlecht dargestellt, zum Beispiel als Hurerei oder Untreue. Die Schlange etwa wurde ursprünglich wegen ihrer Fähigkeit zur jährlichen Häutung als Symbol für die Göttin Natur in ihrer Zyklizität betrachtet und als Sinnbild für die Wiedergeburt. Im Patriarchat wird sie zum bösen Drachen, zur Verführerin oder zum Lindwurm umgedeutet, der von einem sogenannten Helden getötet werden muss. Was in der matrizentrischen Naturreligion keine Rolle spielte, wird in patriarchalen Religionen als wichtig oder sogar überhöht dargestellt, wie zum Beispiel die Zeugungskraft bestimmter Götter. Auch bei den Runen spielen derartige Umdeutungen eine große Rolle und sind bislang zu wenig beachtet worden. Letztlich wurden gerade in antiken Zeiten wohl einige Mythen, Chiffren, Namen und Bilder mündlich weitergegeben, ohne sie mehr zu verstehen. In antiken Kulturen sucht man Ursprüngliches also nur noch mühsam. Wer weiß zum Beispiel heute noch, dass Göttervater Zeus anfangs in Kreta als ein geborener und jährlich sterbender Stiergott an der Seite der ewigen Göttin galt, ein Symbol für den menschlichen Heros. Wer weiß noch, dass es beim Märchen Frau Holle mitnichten um den pädagogischen Zeigefinger zum Thema Fleiß versus Faulheit geht, sondern um den Tod und die Wiedergeburt, ursprünglich übrigens 3er Mädchen. Die Symbole der Spindel für den Lebensfaden, des Apfels für die Liebe und die sexuelle Vereinigung, des Backofens für den schwangeren Leib oder des Tores, durch das die Mädchen wieder auf die Welt kommen, sprechen eine deutliche Sprache. Die Mythenforschung hat hier Großartiges geleistet. Heide Göttner Abendroth und Kurt Derungs seien stellvertretend genannt für all diejenigen Forschenden, die die bekannten mythologischen Bilder von ihren späteren Anhaftungen befreit und deren steinzeitlichen Kern wieder freigelegt haben. Michael Witzel hat die Mythen der ganzen Welt miteinander verglichen und sie nach bestimmten Motiven und immer wiederkehrenden Mustern großen Gruppen zugeordnet. Auch dies wird für die Runen und das Verständnis ihrer mythologischen Grundlage wichtig werden. Wenn also im Laufe der Einzelvideos zu bestimmten Runen mythologisches Wissen erforderlich ist, wird es eingestreut, damit die Bilder sinnhaft gedeutet werden können. Nun aber genug der Vorrede. Viel Spaß beim Erschließen der Runen-Vorgeschichte und bei einem hoffentlich spannenden und bereichernden neuen Blick auf diese archaischen Symbole.